Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und ja, wieder mal ein bisschen GTA Online und irgendwie haut die ganze Zeit die Leute raus. Was heißt GTA? Alter, GT 6 Online, meine Fresse. Ja, ich weiß auch nicht, warum es da jetzt gerade ja alle Leute rausgehauen hat. Wie gesagt, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich hoffe, die kommen wieder rein. Oder ich weiß halt nicht genau, was da los ist. So, ich habe mir für das... Oh Gott, das ist ja mal komplett falsche Kamera. Hier den McLaren ausgesucht. Ist zwar vielleicht für so eine Strecke wie jetzt hier Brands Hatch nicht gerade das perfekt geeignetste Auto, weil es so viel Bums hat, aber von Leistungspunkten her mein bester. Also genau 599. So. Wie gesagt, einfach ein bisschen eingrooven hier. So, ja, keine Ahnung, verlassen. Boah, shit, shit, shit. Ich mach da mal auf Chris. Wie gesagt, verlassen irgendwie alle wieder den Raum. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob da sich... Wow, shit, shit, shit. Ob da was irgendwie bei mir nicht haut, irgendwie Internet oder so. Alter Schwede, okay, der McLaren hat echt einiges an Bums. So, hat auch wieder den Raum verlassen. Also ich weiß nicht. Weil bis jetzt sind wir halt nur zu zweit. Also, ja, ist halt ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, wir werden es schon noch herausfinden. So, jetzt ist wieder... Alter, wer dem Braun beigetreten? So, die kommen jetzt wieder alle rein, aber... Anscheinend. Oder mussten sie irgendwie noch Einstellungen treffen an Autos? Oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht so genau. Ich werde doch mal dann die Sprachchat-Qualität wieder ausstellen, weil... Hat eigentlich gedacht... Weil ich habe ja... Also wenn ich halt aufnehme... Habe ich ja das Headset am PC angeschlossen und kann ja nicht das Headset gleichzeitig... an der PS3 anschließen. Wisst ihr sicherlich, was ich meine. Und ja, das Rennen startet sowieso gleich. Wenn es mich nicht täuscht. Eieiei. So. Wie gesagt, ich groove mich einfach ein bisschen ein. So, das Altenheim ist jetzt auch mal zumindest schon mal in der Box. Das hört sich so komisch an, das Altenheim. So, 1000 Player ist auch wieder am Stissel. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wie gesagt, es gibt hier heute, habt ihr sicherlich auch im Infovideo gesehen, keine besonderen Bestimmungen, sondern einfach mal so, ja, so nach Lust und Laune, was auch, was die Mitspieler hier Lust drauf haben, wird einfach mal gefahren. Es müsste eigentlich jetzt bald losgehen, das Rennen. Hätte ich jetzt gedacht. So, jetzt fährt der Lynnama Living. Keine Ahnung, wie man den Namen genau ausspricht. Eine Bestzeit von 1,25. Ja, genau, jetzt geht's nämlich los. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir nur zu zweit sind. Das wäre halt ein bisschen schade. Oder die sagen halt, ich scheiß aufs Training. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. So, dann schauen wir mal. Wie gesagt, einfach so eine chillige Runde, Sonntagnachmittag. So. Und ja, wird auch jetzt, kann ich direkt mal im Voraus schon mal sagen, für die nächsten zwei Wochen ist leider nichts geplant, weil nächstes Wochenende bin ich unterwegs und dann ist ja Ostern, wenn es mich nicht täuscht. Und dann bin ich sowieso weg. Also, ja, schauen wir mal. Er schreibt Mist, okay. Ah, 1000 Player ist nicht schlimm. Schauen wir jetzt mal, wie das funktioniert. So, wir sind nur zu dritt leider. So. So, jetzt, ich bin mal gespannt, wie es jetzt laufen wird. So. Ja, der Megane, der scheint stark zu sein. So, aber ich kann nicht in den Raum.
Ja, es scheint irgendwie Probleme zu geben. Angeblich. Anscheinend. Boah, shit. Ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt gerade. Den, das Altenheim. So. Wow. Oi. Alter, das wird eine ganz knappe Kiste, aber hat er mir zum Glück die Tür offen gelassen. So. Sind auch nur zwei Runden. Ja, wie gesagt, nur mal ein bisschen so. Oh shit, zum Eingrooven. Das war fast ein bisschen zu weit raus. Oh, sorry. Oh shit, Alter. Ja, das ist zu viel untersteuern. So, Alter. Und mit dem Mac geht er auch gut weg. Räumt sich sogar. Alter Schwede, was ist denn heute los? Ich krieg gerade nichts auf die Reihe mit der Kiste hier. So, oh! Ja, Kollisionsstrafe. Wenn er mir da auf einmal wird er halt, ist er nicht mehr durchsichtig, sondern in voller Pracht wieder da, so sage ich jetzt einfach mal. So. Ja, wie gesagt, ich muss mich dann mal um das Problem kümmern. Vielleicht muss ich noch einfach mal den Raum nochmal neu erstellen. Ich weiß es nicht. Wegen dem Problem, dass die alle nicht joinen können. Wie gesagt, das werden wir gleich nochmal prüfen. Beziehungsweise werde ich gleich nochmal prüfen. So. Alles klar. Ja, ich versuche jetzt einfach mal die letzte Runde hier einfach für euch nochmal sauberen Fahrstil hier hinzubringen. Nochmal hier wirklich rund durchzukommen. Boah, Alter. Wenn er jetzt nicht durchsichtig gewesen wäre, hätte ich dem auch volle Kanüle reingefahren. So. Alles klar. Passt. Ja, der McLaren, das ist schon geiles Teil auf jeden Fall, aber man muss es beherrschen können. Und ich finde für so ein, ja wirklich, der ist ja noch aufgetunt, glaube ich, ne? Für so ein, Alter, die Kurve wieder. Für so ein wirklich Monster, sage ich jetzt mal, ist die Strecke schon fast ein bisschen zu klein und eng und winklig. So, das Altenheim ist jetzt gleich im Ziel. Kann ich nur beglückwünschen. So. Alles klärchen, Pupärchen. So. Sind wir auch im Ziel. Sehr gut. Nochmal eine 29er Zeit am Ende. Ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein bisschen hier zum Eingrooven sozusagen. Und jetzt müssen wir mal gucken, warum da die ganzen Leutchen nicht reinkommen. Wie gesagt, das werden wir jetzt mal gleich auschecken. Ich kann leider die Tabelle nicht überspringen, weil es ist etwas überschaubar zu dritt. So. Okay, aber jetzt sind doch eigentlich alle da, oder? Hätte ich gedacht. Ich schreibe einfach mal, klappt was nicht. Oha, alter Schwede, mal komplett vertippt. Alter. Ich hasse das. Immer mit dem nicht. So. Ich werde jetzt mal die Veranstaltungseinstellung noch mal ganz kurz ändern. Also so. Den kann ich leider jetzt nicht mehr verändern. So, was nehmen wir denn nun mal? Nehmen wir mal eine originale Strecke, hätte ich mal gesagt, oder? Haben wir relativ wenig. Die Forest Raceway rückwärts? Nee. Highspeed Ring, der ist auch ein bisschen langweilig. Cape Ring. Ja, nee, Cape Ring außen. Vorwärts. Sollen wir mal den nehmen? Nehmen wir mal den, oder? So, Rundenanzahl machen wir auch mal 3 Runden. Sollen wir nochmal 600 nehmen? Ich werde das gleich nochmal im Chat fragen. Geht jetzt, okay, keine Ahnung. Okay,
Keine Ahnung. Vorschläge für LP. Hoppala. Ich hoffe, dass das nimmt da jetzt Vorschläge für LP-Begrenzung. Ja, bitte auf 600. Ja. 660. Geht 660, 660 ist ein bisschen hoch, Alter. Ah, fuck. Alter. So. 650, Alter, was wollen die? Was wollen die mit 650? Alter, haben die alle nur... Habt ihr alle nur Rennwagen oder was? Alter! So würde ich lassen. Okay. Ja, für 600. Also Chris, ich habe eigentlich meine Garage nur Dread-Autos für 400 Meter. Ja, aber wie gesagt, ich will auch ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Wisst ihr ja. Für die meine. Und ja, dann würde ich das. Ich würde das jetzt mal so lassen und ich nehme jetzt auch mal ein anderes Auto. RX7 Touring Car. Oder nehme ich mal den R8. Nee, komm, ich probiere jetzt mal den RX7 Touring Car aus. Alter Schwede. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zur Strecke so rein. Ah, fuck, ich habe die Traktionskontrolle noch an, gell? Oder? Shit. Das habe ich jetzt vergessen. So, ich habe erstmal einen coolen schwarzen Bildschirm. Leute. Schwarzer Bildschirm. Ah, okay. Kein schwarzer Bildschirm mehr. Was? Ich habe das jetzt gerade nicht verstanden akustisch. So. Alter, das Ding geht gut ab. Es geht echt gut ab. Es geht wirklich gut steil. So, ich bin jetzt der Einzige wieder hier auf der Strecke gerade. So. Jetzt beschleunigen wir mal hier hoch. Jetzt kommt er gleich hier. Boah, der Jump. Dann. Alter Schwede, der hat echt. What the fuck? Ich bin, glaube ich, noch nie gefahren. Aber der hat richtig Bums und hat auch richtig gute Bremsen. Hier, Alter. Und hat auch geilen Sound. Gut, der hört sich wahrscheinlich von außen noch einen Ticken besser an, oder? Ja. Alter, ich könnte ja so gar nicht fahren mit Lenkrad irgendwie. Da fehlt mir das komplette Gefühl. So. Oh, shit. Deswegen gehen wir direkt mal wieder in die Cockpit-Sicht. Damit wir auch hier ein bisschen was sehen. So, jetzt sind wir wenigstens mal zu dritt hier auf dem Kurs. So, Heimi ist dem Raum beigetreten. Ach du Scheiße, der war zu spät. Noch nicht mal. Oi, da. So, gucken wir mal, dass wir hier eine Zeit in den Asphalt brennen können. Schauen wir mal, wenn überhaupt. Wenn er nicht sagt, ja, Rennen startet jetzt gleich. So, oh shit. Alter Schwede. Ich glaube, wie gesagt, ich werde mir, weil ich ja schon mal, wie ich betont habe, ich ja die nächsten zwei Wochen sicher nichts wird mit GT6 Online, werde ich mir dann mal für die nächste Session auf jeden Fall mal was überlegen. Auch in Sachen nochmal Leistungspunkten und Leistungspunkten und Dingen und Strecken. Vielleicht mache ich da... Oh shit.
im Voraus einfach mal eine Umfrage. Shit, shit. Ich glaube, ich hätte das die Runde sogar noch beenden können, oder? Weit weg vom Ziel war ich jetzt nicht mehr. Nee, also wie gesagt, da werde ich dann mal gucken, ob ich vielleicht nicht vorher irgendwie eine Abstimmung mache, welche Strecken wir fahren und welche Leistungskategorie, Leistungspunkte. Schauen wir mal. So, ich hoffe, jetzt sind wir auch ein paar mehr. Es waren ja zumindest auch mal ein paar mehr jetzt in der Lobby. Allerdings, ja. Scheiße. Hoffe ich, dass das hinhaut. Was ist los, Heimi? Komm nicht rein mehr. Was? Oh. Jetzt sind wir wieder nur zu dritt. Stimmt, das? Sind wir wieder nur zu dritt. Ich weiß nicht, was mit den anderen los ist. Alter, der Megane, der schiebt ja mal richtig nach vorne. Boah, das war fast ein bisschen zu weit. So. Ab geht die Post. Uiuiui. Ui, ui. Nein. Wow, wow, wow. Ich hab gerade nichts gesehen. Blindflug. Oh, hier im M3 CSL ist es, glaube ich, ne? Boah. Schlingert auch gut mit dem Heck. So. Hier fehlt mir jetzt ein bisschen die Power. Oh, oh. So. Ja, das ist... Der Kurs ist auch tricky. Aber, wie gesagt, mal ein bisschen was anderes. So. Ja, wie gesagt, ist leider ein bisschen schade. Oh, shit. Dass hier wir immer nur zu dritt sind, obwohl so viele in der Lobby sind. Boah, Alter. Da konnte ich gerade gar nichts machen, gerade. Und er vorne, das Altenheim, fährt einfach nur chillig vorne weg, ohne großen Fehler. Und dann passt das schon. So, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht zweiten Platz halten können. So, Bremspunkt gut erwischt. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal ein bisschen steil. So. Oh, shit, 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 shit. Das war... Ja, ich will nicht sagen, zu viel des Guten, aber da hat sich irgendwas nicht gehauen bei mir. So. Beim Ausgang der Kurve. So, jetzt hängen wir hier bei mit 190 hier in der Steilkurve. Und kaum schon Stoff. Mazda. Wow. Ja, passt. Ja, wie gesagt, das ist halt hier, wenn du hier einen Fehler machst, bist du sowieso weg vom Fenster eigentlich. Aber ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Zu dritt ist das halt immer so ein bisschen eine Sache. Dann hast du halt auch nicht so die Vielfalt. So, dass du sagst, ja, du hast von jedem etwas dabei. Ein paar Leute, Alter. Ein paar Leute, die besser sind. Ein paar Leute, die schlechter sind. Gut, schlechter halt auch im übertragenen Sinne. So viel schlechter sind die dann auch nicht. Aber dann teilt sich halt das Feld besser auf und du hast halt einfach mehr Kämpfe. So. Jetzt hier wieder. Bremspunkt finden. Oh, der war fast ein Ticken zu spät oder ein bisschen zu wenig gebremst. Je nachdem. So, jetzt kommt hier wieder gleich die tricky Stelle. Ja, aber diesmal geht's sehr gut. Diesmal geht's sehr gut. So, das Altenheim ist immer noch vorne, aber kriegt jetzt Druck von hinten, so wie es ausschaut auf der Karte. So.
schalten wir mal eine Welle nach oben. Jetzt können wir uns den Berg hochschieben. So. Ja, wie gesagt, müssen wir jetzt mal wirklich gucken, warum wir immer nur jetzt zu dritt sind. Das ist ein bisschen schade. Obwohl die ja alle eigentlich in der Lobby drin sind. Vielleicht muss ich die Einstellungen nochmal neu treffen, indem ich den Autostart nach dem Training sozusagen rausnehme. So. Ich glaube, das werde ich jetzt mal fix machen. Wenn das überhaupt geht oder ich komplett neuen Raum machen muss. Wie gesagt, das werden wir jetzt mal abchecken. Ich habe einen Streckenvorschlag, und zwar die Straßenkurs in der Napolis mit 6 Runden. Okay, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Indianapolis, was? Streckenkurs 6 Runden. 6 Runden ist dann wahrscheinlich ein bisschen viel, oder? Machen wir vielleicht die Hälfte. So, komm schon jetzt. Mein Gott, immer dieses Bild und wenn du springen, Mann.